Bier gilt als das Lieblingsgetränk der Deutschen. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gibt es allerdings schon länger keine große Brauerei mehr. Nur in 3 Kleinstbetrieben wird der Gerstensaft hier noch hergestellt. Wir haben deshalb den Selbstversuch gewagt und unser eigenes Bier gebraut. Selber machen liegt im Trend. Im Internet werden deshalb zahlreiche Brauutensilien in unterschiedlichen Preisklassen angeboten. Wir entscheiden uns für ein günstiges Einsteigerset. Für rund 30 Euro soll darin alles enthalten sein, was für die Herstellung benötigt wird. Bevor es ans Brauen geht, ist ordentlich Schrubben angesagt. Das Braufass und alle Geräte müssen sorgfältig gereinigt werden. Schmutz oder Rückstände im Fass könnten sonst unser Bier verderben. Die ganze Mühe wäre dann umsonst gewesen. Im nächsten Arbeitsschritt wird das Fass mit kochendem Wasser ausgespült. Dadurch sollen mögliche Keime abgetötet werden. Wegen der dünnen Plastikwände sollte man allerdings äußerst vorsichtig sein. Vorsicht, ich würde empfehlen, Handschuhe anzuziehen. Ist nämlich sehr heiß, aber es muss ja steril sein. Jetzt geht's ans Brauen. Hopfen und Malz sind bei dem Set schon als fertig abgemischtes Bierwürzepulver dabei. Zugegeben, sonderlich anspruchsvoll ist das nicht. Trotzdem lassen sich daraus unterschiedliche Biersorten brauen. 6 verschiedene Rezepte finden sich in der Anleitung. Für die vollen 10 Liter reicht das mitgelieferte Konzentrat aber nur bei 2 davon. Schmeckt süßlich. Süß geht's jetzt auch weiter. Zur Bierwürze kommt noch Zucker. Laut Hersteller ist das bei obergärigen Bieren erlaubt und deshalb mit dem Reinheitsgebot vereinbar. Bierwürze und Zucker werden jetzt in 2 Liter etwa 80 Grad heißes Wasser gegeben und so lange gerührt, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Sieht schon mal nach Bier aus, so ein bisschen. Ist aber längst noch nicht fertig. Der sogenannte Sud kommt jetzt ins Fass und wird mit 3 Litern Brauwasser aufgefüllt. Mangels eigener Quelle setzen wir auf die Qualität des Bad Hersfelder Leitungswassers. Während der Sudansatz abkühlt, bleibt genügend Zeit, um die Hefe anzusetzen. Dabei taucht allerdings das erste Problem auf. Ich habe das dumme Gefühl, die Waage misst zu fein ist. Ich habe hier fast den ganzen Beutel dran, ne? Ja. Jetzt sagt sie mit dem Beutel, sagt sie 4 Gramm. Es sollen aber 6 Gramm in dem Beutel drin sein. Deshalb wird kurzerhand Pi mal Daumen portioniert. Wasser drauf, umrühren und 15 Minuten gehen lassen. Wenn die Hefe in das Fass gegeben wird, setzt die alkoholische Gärung ein. Die Hefepilze wandeln den Zucker im Sud in Alkohol um. Als Abfallprodukt entsteht Kohlendioxid. Damit dieses Gas entweichen kann, ohne dass Luft oder Schmutz in das Fass gelangen, wird ein sogenanntes Gärrohr aufgesetzt. Dessen Krümmung ist mit Wasser gefüllt. So, das Gärrohr ist drauf und jetzt lassen wir es etwa 4 bis 7 Tage stehen, um zu gucken, was dann draus wird. Schon nach wenigen Stunden macht sich die Arbeit der Hefe bemerkbar. Im Wasser des Gärrohrs blubbert es kräftig. Vier Tage später hat sich das Blubbern gelegt. Die Gärung ist abgeschlossen. Das junge Bier wird vorsichtig in einen anderen Behälter umgefüllt, um es von der Hefe, die sich am Boden abgesetzt hat, zu trennen. Anschließend muss das Fass gründlich gereinigt werden. Diesem sogenannten Jungbier fehlt noch die Kohlensäure. Etwa 5 Wochen lang muss es noch reifen. Eine Kostprobe ist aber schon möglich. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, schmeckt tatsächlich nach Bier. Bevor das Bier in Flaschen abgefüllt wird, setzen wir die sogenannte Nachwürze an. Dazu werden 80 Gramm Zucker in 300 Millilitern kochendem Wasser aufgelöst. Diese sogenannte Speise soll von der restlichen Hefe im Bier in Kohlensäure und Alkohol umgewandelt werden. Nach dem Abkühlen geben wir das Wasser-Zucker-Gemisch in das Bier. Jetzt kommt das Bier in die Flasche. Da sich bei der Nachgärung noch Kohlensäure bildet, muss es in druckfeste Gefäße abgefüllt werden. Wir verwenden dafür handelsübliche Pfandflaschen, die wir im Backofen zuvor keimfrei gemacht haben. Mindestens 5 Wochen muss das selbstgebraute Bier jetzt nachreifen. Wir warten gespannt auf das Ergebnis. Unser Zwischenfazit:
Trotz vorgemischter Zutaten ist das Selbstbrauen mit einem gewissen Aufwand verbunden und deshalb nicht wirklich alltagstauglich. Als nette Spielerei für Bierliebhaber macht es aber durchaus Spaß.